Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich in diesem zugegeben etwas ungewohnten Rahmen hier. Aber ich denke, es spricht für die Veranstalter, ganz unterschiedliche Stimmen hier zu präsentieren. Sie sehen es schon an den Namen, die hier heute Abend kursieren, nicht wahr? Ich denke aber auch, dieses Land hat die nötigen Instrumente geschaffen, diese Vielstimmigkeit auch auszuhalten. Nun, worum geht es heute Abend? Wir haben es ja, wenn wir ehrlich sind, mit einer Scheinbevölkerung zu tun. Das ist Ihnen womöglich gar nicht bewusst. Aber das ist schon lange nicht mehr die Bevölkerung, was Sie hier sehen. Nein, in dieser Beziehung sind wir in der Schweiz viel zu leichtgläubig. Natürlich sieht das nach einer Bevölkerung aus, dass Menschen mögliche, wird dafür ja auch auf die Beine gestellt, die erzählen sich das dann untereinander. Wie musst du dich hier aufführen, damit der Eindruck entsteht? Und da dürfen wir uns auch gar keine Illusionen machen. Mittlerweile weiß das die ganze Verwandtschaft. Das sind wahre Meister der Nachrichtenübermittlung. Die Kinder werden für diese Zwecke eingespannt. Die nehmen unsere Sprache an. Die besuchen unsere Schulen, die sprechen dann auf den Pausenplätzen bereits unsere Sprache und das richtig schon in der dritten Generation. Das erschwert unsere Arbeit enorm, hier im Einzelfall zu eruieren. Sie können sich vorstellen, in der dritten Generation ist die Ähnlichkeit das ist verblüffend. Ähnlich. Deshalb sage ich seit Jahren, wir müssen hier viel früher eingreifen. Es darf erst gar nicht so weit kommen, wenn so einer erst einmal die Sprache kann. Und die Eltern zu Hause auch nur noch unsere Sprache sprechen, da verlieren wir die Kontrolle völlig. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis so einer eben Professor wird. Und da frage ich mich dann zu Recht, wo sind denn unsere Professoren? Ja, ich muss aufpassen, was ich hier sage. Es sitzen ja immer ein paar Journalisten im Publikum, die mitschreiben. Ja, schreiben Sie mit. Kein Problem. Nein, das Problem ist, dass diese Journalisten ganz offensichtlich nicht fähig sind, mitzuschreiben und dann ein Honorar kassieren für Dinge, die ich gar nie gesagt habe. Darum lassen Sie mich heute einen Gedanken ganz klar ausformulieren. Ich denke, einen äußerst wichtigen Gedanken. Ich denke, einer der wichtigsten Gedanken überhaupt. Wenn eine Bevölkerung sich so weit vom Volk entfernt hat, dass sie nicht mehr weiß, wer das Volk ist, dann sprechen wir von einer Scheinbevölkerung. Ich wiederhole es noch einmal für die... Wenn eine Bevölkerung
sich so weit vom Volk entfernt hat, dass sie nicht mehr weiß, wer das Volk ist, dann sprechen wir von einer Scheinbevölkerung. Sie können diesen Begriff gerne übernehmen. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir die Ersten sind, die die wirklichen Probleme beim Namen nennen. Schreiben Sie einfach, woher Sie es haben. Ändern Sie nichts mehr daran. Scheinbevölkerung, ich kann es Ihnen garantieren, dieses Phänomen wird in den kommenden Jahren das Wahlkampfthema Nummer 1. Warum? Scheinbevölkerung. Lassen Sie sich diesen Begriff einmal auf der Zunge zergehen. Ja, da bleibt nicht viel übrig. Ja, das Volk schrumpft immer mehr zu einem beängstigend kleinen Teil in der Bevölkerung. Mittlerweile sind wir auf einem historischen Tief von 75%. Und da muss man doch bei allem Respekt in einer Demokratie noch die Frage stellen dürfen, wo bleibt das Volk? Ursprünglich bezeichnet Volk schlicht eine Menschenmenge. Und wir haben heute tatsächlich eine Menge Menschen. Scheinbevölkerung sage ich auch deshalb, weil diese Bevölkerung einfach stillschweigend davon ausgeht, dass sie die Bevölkerung bildet. Dabei ist allen Beteiligten klar, dass das Volk zuerst über diese Bevölkerung abstimmen muss. Eine Bevölkerung ist nicht einfach blutsgegeben. Die Geschichte hat uns schon einmal gezeigt, wohin das führt. Und deshalb stehen wir heute vor einer historischen Wende. Wir sehen es mit den eigenen Augen. Wir lesen es in den sozialen Medien. In ganz Europa rebelliert das Volk gegen die eigene Bevölkerung. Ja, willkommen in der Wirklichkeit. Es freut mich sehr, dass Sie mir bis hierher ohne größere Zwischenfälle gefolgt sind. Nein, ich weiß, Sie tun das für die Schweiz, für die Unabhängigkeit und im Endeffekt eben für eine lebendige Wirklichkeit. Also, bitte einen großen Applaus. Sie haben sich diesen Applaus verdient. Willkommen in der Wirklichkeit. Da ist die Scheinbevölkerung zu Hause. Da hat sie sich längst eingenistet. Da hat sie es sich bequem gemacht mit ihren Frisuren. Mit ihren Sonderausbildungen. Ihren maßgeschneiderten Bewilligungen, wo wir als Volk nur noch den Kopf schütteln können. Deshalb sage ich, das Volk ist voll. Wer Scheinbevölkerung sagt, muss auch Blutbürger sagen. Und das sage ich ohne jedes Denkverbot. Das sage ich ganz gezielt. Denkverbote haben in der Geschichte noch nie etwas bewirkt. Die Wirklichkeit ist nämlich immer schon einen Schritt weiter. Willkommen in der Wirklichkeit. Nun, wer sind denn diese Blutbürger? Woher kommt dieses Blut? Was
bringt dieses Blut zum Kochen? Das sind doch alles höchst spannende Fragen. Da können wir nicht einfach die Augen verschließen und sagen, passt uns gerade nicht in den Kopf. Nein, wir müssen dieses Blut ernst nehmen. Das Blut soll, darf und muss sogar thematisiert werden. Blut kennt keine Grenzen. Und da stehe ich dazu. Jede Redaktion, die für die Sache steht, kämpft mit Herzblut. Chefredaktor, Unternehmer, Journalist, Nationalrat. Ich trenne diese Begriffe nicht. Ich mache da keine Unterscheidung. Nein, ich war als Bub schon sehr neugierig. Ich wollte wissen, wie funktioniert die Welt. Ich habe viele Fragen gestellt. Und vielleicht hat mich das auch geprägt, andere Meinungen nicht nur zuzulassen, sondern ihnen auch einmal eine Titelgeschichte zu widmen. Das macht doch guten Journalismus aus. Eben diese fundierte Distanz gegenüber allen extremen Meinungsunterdrücken. Die Medien gibt es nicht. Wir sorgen immer wieder für Vielfalt. Wir machen uns ganz unvoreingenommen unser eigenes Blutbild. Denkverbote, ich muss es hier noch einmal sagen, Denkverbote schaden der Wirklichkeit. Denkverbote schaden der Schweiz. In Deutschland werde ich immer wieder gefragt, was unser Volksgeheimnis ist. Ja, was ist das Geheimnis unseres andauernden Volkes? Das kann ich Ihnen schon sagen. Keep it simple. Bleibt bescheiden. Keine allzu großen Sprünge machen. Dann kommt es gut, nicht wahr? Das Ausland beginnt im Kopf. Ja, apropos Volksgeheimnis. Wissen Sie eigentlich, wer Ihre Großeltern waren? Das sollten Sie aber. Das wird immer wichtiger in der heutigen Zeit, um konkurrenzfähig zu bleiben. Sollen alle Schweizer und Schweizerinnen Einblick in ihren Stammbaum erhalten, ganz ohne bürokratische Auflagen. Das sollte Aufgabe des Staates sein. Alle Stimmberechtigten sollten wissen, wo ihre Äpfel herkommen und ob da vielleicht nicht doch der Wurm drin ist. Ein gesundes Volk muss sich immer wieder von Neuem fragen, welche Bevölkerung, was für eine Bevölkerung wollen wir? Welche Werte wollen wir weiterverwerten? Was machen wir mit den Halbschweizern, den Viertelschweizern? Sollen das einfach vollwertige Schweiz werden? Wichtig scheint mir einfach festzuhalten, wenn eine Bevölkerung sich so weit vom Volk entfernt hat, dass sie nicht mehr weiß, wer das Volk ist, dann sprechen wir von einer